Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe mich dazu entschlossen, wieder ein paar Osterkarten zu basteln. Dazu habe ich mir von Echo Park diesen wirklich niedlichen Osterhasenblock genommen. Der heißt My Favorite Easter. Es sind 24 Seiten, 15x15 Maße und alle sind doppelseitig bedruckt. Den gucken wir uns gleich auch noch mal kurz an. Dazu habe ich mir dann die Frames und Text genommen. Ich zeige euch einmal die Rückseite, da seht ihr, was da alles drinnen ist. Alles, was da, also das ist auch My Favorite Easter, das gehört dazu. Genauso wie, ich habe mir noch ein paar 30x30 Designpapiere genommen. Ich zeige euch mal warum. Und zwar wegen dieser Motive tatsächlich. Um ein bisschen mehr Auswahl zu haben, alternativ hätte ich dann diese Möhrenseite. Hier habe ich einmal diese Punkte Ostern, ne, geht ja immer, oder alternativ diese Körbchen. Das sind natürlich auch alles, die sind auch alle im Block vertreten, in dem kleinen 15x15 Block. Die werden ein bisschen zu groß sein, die werde ich wahrscheinlich nicht verwenden können. So, hier habe ich dann die Rückseite mit den ganz vielen Blümchen. Und die finde ich auch total süß. Oh, dieser Osterhase, ne? Der ist ja so süß mit seinem Korb. Mal gucken, der scheint auch ein bisschen groß zu sein. Vielleicht schneide ich mir den auch aus und verwende ihn dann als Standsteil so. Genau, auch der ein oder andere Spruch, weil tatsächlich habe ich keine Sprüche großartig. Ich habe mir aber welche bei AliExpress bestellt. Die sollten auch noch vor Ostern ankommen. Mal gucken, ob ich sie dann noch rechtzeitig verwenden kann. Jetzt machen wir aber erstmal den Block auf und blättern den ganz kurz nochmal durch. Zack. Ich tue die großen Papiere mal beiseite eben. Genau, ich mag den unheimlich gerne, diesen Block. Diese Farben sind einfach so schön und so kräftig. Genau, hier sind dann auch noch mal in etwas kleiner. Hier kann ich den auf jeden Fall sehr gut benutzen. Ich mache erstmal die eine Seite, eine Richtung und dann mache ich die andere am besten. Hier ganz viele Osterhäschen im Körbchen. Ostereier. Hier sind auch noch mal so etwas größere Standsteile. Genau, das hattet ihr auch schon in groß gesehen. Genauso wie das. Genau, und ich überlege gerade, fängt es hier schon von vorne an? Nee. Ich weiß gar nicht, ob alle zweimal drin sind. Das werden wir jetzt feststellen. Oder ob jedes Blatt nur einmal ist. Ich lasse das mal hier kurz. Nervt mich. So. Also bis jetzt ist alles einmal da. Auch sehr süß. Sehr, sehr niedlich. Ich mag die. Genau. Achso, ich glaube, das war das Erste. Lass mich mal kurz gucken. Ja, hier fängt es von vorne an. Dann gehen wir jetzt den Block nochmal rückwärts. Dann kann ich euch die Rückseiten auch noch zeigen. Hier ist so ganz viel Blümchen, aber das ist alles in so rosa-lila gehalten. Genau, das ist, wovon ich auch ein großes Blatt habe. Hier auch, ne? Das Karo-Muster ist ja auch typisch für Ostern. Oder es passt einfach gut dazu. Ne? Es gibt auch so einen Action-Block, mit dem habe ich auch schon ein paar Osterkarten gebastelt. Im letzten Jahr, ich verlinke euch das Ganze mal oben, dann, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das ja auch nochmal anschauen. Da hatte ich nämlich auch keine richtigen Osterpapiere. Ach, das mit dem Pünktchen, ja, das ist auch sehr hübsch. Sondern auch nur das Papier von Action genommen und für mich war das richtig Ostern. Ich würde auch diesen Block wieder zum Osterkarten verwenden. Wenn ich nicht jetzt Osterpapiere extra hätte. Mal gucken, warten wir es mal ab. Noch ist ja ein bisschen hin. Sehr schön. Sieht aus wie so eine Tischdecke. Ich mag das sehr gerne. Auch in bunt nochmal. Und das passt auch zu Babyjungs irgendwie. So, das war's. Jetzt habt ihr den Block gesehen. Und jetzt fangen wir auch schon an zu basteln. Wie viele Karten es werden, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Denn ich habe euch jetzt erstmal nur die Sachen gezeigt. Und jetzt fange ich erstmal an vorzubereiten. Und wir sehen uns beim Basteln. Bis gleich!
Thank you.
Dann kommt jetzt wie immer, was ich so alles benutzt habe. Das ist tatsächlich gar nicht mal so viel. Außer, dass ich jede Menge Stickerlinien benutzt habe. Dann habe ich auch noch jede Menge Glitzerperlen verwendet. Von AliExpress, von Action. Die Stickerlinien, die sind teilweise von Ideen mit Herz, teilweise von Love from Lizzie und teilweise auch von Amazon. Da ich Schüttelkarten gemacht habe, habe ich natürlich auch ein paar Schüttelelemente benutzt. Diese Kügelchen kann ich nur empfehlen. Die gibt es, glaube ich, auch ein bisschen größer, weil die schütteln das Ganze noch so ein bisschen auf, dass das alles nicht so hängen bleibt an der Acetatfolie. Genau, und dann habe ich noch diese Perlchen hier verwendet. Und auch ein bisschen Band habe ich verwendet. Das sind einmal die drei. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Steht nicht drauf. Ein bisschen Wolle. Ich habe so Glitzerwolle, die ich auch mal hierfür benutzen wollte. Noch ein silbernes Band. Und ja, der Block ist leer. Hätte ich selber nicht mit gerechnet. War auch eigentlich gar nicht mein Ziel. 41 Karten, aber nichts mehr übrig. Außer von den Frames und Tags. Da habe ich noch einige übrig und einige Teile, die ich mir aus den Blöcken ausgeschnitten hatte, die ich nicht verwendet habe, die habe ich auch hier reingepackt. Aber die kann man dann noch für andere Osterkarten wunderbar verwenden. So, das war's schon und jetzt geht's weiter zu den Karten. So, Hallöchen zurück. Jetzt zeige ich euch doch mal alle Karten ganz in Ruhe. Das ist Hippity Hoppity, Easter is on its way. Ostern ist auf seinem Weg. Also Ostern kommt bald, könnte man auch sagen. Von dem Sketch habe ich viel gemacht, aber meine Karten sind jetzt leider etwas durcheinander. Hier steht, where flowers bloom, so does hope. Also wo Blumen blühen, existiert Hoffnung. Das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Osterkarte, eine reine. Die kann man auch so verschenken jetzt im Frühling. Bunny kisses and Easter wishes. Häschenküsse und Osterwünsche. Dann, was nehme ich jetzt nächstes? Nämlich die Easter wishes. Osterwünsche und nochmal the best Easter memories, die schönsten Ostererinnerungen. Dann, ah ja genau, wie der erste hier, der habe ich jetzt noch ein paar weitere, die ich euch zeigen kann. Fröhliche Ostern, such a sweet day, heißt frei übersetzt solch ein süßer Tag, kann man auch gut im Frühling verschenken jetzt einfach. Dann hier Osterwünsche. Also ich sage euch, 41 Karten sind echt viel. Diese habe ich direkt zweimal gemacht. Hier habe ich mir das Ganze auch noch ein bisschen, weil der Höhenabstand so groß war, habe ich mir da noch ein bisschen so Restepappe oder Designpapiere benutzt, die ich sonst weggeschmissen hätte. Das Ganze dann zweimal. Ich habe auch den Sketch noch zweimal gemacht, aber der fliegt irgendwo hier rum zwischen den anderen Karten. So, dann zwei Schüttelkarten. Das ist einmal Hello. Muss man auch nicht zu Ostern nehmen. Das kleine Entchen kann man auch so nehmen. Oder als Karte zur Geburt vielleicht. Geburt vielleicht. Finde ich auch ganz süß für ein Mädchen. Die Schüttelkarten schütteln übrigens sehr gut durch diese kleinen Perlchen, die ich benutzt habe. Und wenn ich das hier ganz wegschüttel, dann steht hier auch Hello. Auch einmal, weil es so schön war. Wunderbar. Ich habe auch so Pulver benutzt, das ist eigentlich zum Embossen gedacht, dass das nicht so ganz doll an der Acetatfolie haftet. So, der Sketch gefällt mir auch sehr gut, ist schön schlicht, aber der kommt gut raus, die Papiere und mit dem Banner, das sieht sehr hübsch aus. Hier habe ich auch mit meiner Zange Ösen reingemacht und ja, das Ganze habe ich dann auch zweimal. Hier nochmal in Blau, gefällt mir genauso gut. Hip-Hop-Hooray, Hip-Hip-Hurra. Dann, Happy Easter. Diesen Sketch habe ich, glaube ich, auch viermal gemacht. Aber das wird sich dann alles jetzt noch im Laufe der Kartenzeigungen zeigen. Gutes Deutsch, hier ist auf jeden Fall schon mal ein zweites Mal. Hello Easter Friends, hallo Osterfreunde. Ist auch ein schöner Sketch, ist auch einfach. Und auch der nächste, den mag ich auch sehr, sehr gerne. Hooray for Easter. Aber ich mag den Sketch einfach sehr gerne. Und mit dem Braun und so, ich finde, das kommt alles sehr gut raus. Das Ganze habe ich auch nochmal mit Kraftpapier unterlegt. Hier als Easter Greetings. Da passt das dann schön mit dem Orange dazu. Achso, wer mitgezählt hat, der wird feststellen,
dass ich mit euch zusammen jetzt nicht 41 Karten gemacht habe. Die restlichen habe ich so gebastelt, die zeige ich euch gleich aber natürlich auch. Und unter bieneskreativewelt.de findet ihr auch nochmal alle Fotos der Sketche neben den Karten sozusagen. Dann könnt ihr euch das Ganze auch nochmal in Ruhe angucken. Genau. Also jetzt kommen nochmal die mit diesem Sketch, wo ich mir das auch hier ein bisschen unterlegt habe. Hoppy Easter, den habe ich auch gleich zweimal gemacht. Da hat es einfach gepasst, da hatte ich die Papiere genau doppelt. Und dann habe ich das natürlich auch direkt so verwendet. So, dann kommt jetzt auch sehr ähnlich auf jeden Fall. Da habe ich viele Restepapiere einfach verwendet. Einmal So Lovely, das kann man jetzt auch schön im Frühjahr verschenken. Und hier ist I Love Easter. Ich liebe Ostern, deswegen habe ich hier noch das kleine Eichen hingemacht und auch mit Glossy Accents noch ein bisschen erhöht das Ganze, damit es ein bisschen auffälliger ist. So, im Grunde sind aber viele wirklich einfache Sketche dabei, wie zum Beispiel auch der. Hier muss man eigentlich, ist ja eigentlich nur ein Stück Designpapier und ja, ich wollte mir dann einfach noch ein Schleifenband mit Schleife dazu machen. Und im Endeffekt ist es ja hier nur so ein großes Stanzteil, ne? Und da habe ich dann nur ein bisschen Glitzer drauf gemacht und die Karte war auch schon damit fertig. Also das ging eigentlich ratzfatz. Nach dem Sketch habe ich dann auch die Karte hier gemacht. Ist ja das gleiche Prinzip. Super schnell und schön. Dann, lass mich schauen. Nehme ich mal diese hier. Hiervon habe ich auch 4 Stück gemacht. Das war einfach nur hier diese 3 Kreise ausstanzen. Da habe ich einfach geguckt, was ich noch habe und was gut dazu passt. Und dann einfach ein größeres Stück Designpapier wieder. Ist ähnlich. Ähnlich wie das hier, nur dass das Designpapier hier auf der rechten Seite sitzt. Hier habe ich dann einen Liniensticker verwendet und dass halt hier so 3 Kreise genommen wurden für den Sketch und nicht wie hier einfach ein großes Stanzteil. Aber sonst ist es natürlich sehr ähnlich. Hier nochmal Happy Easter. Das Ganze nochmal in Grün sozusagen. Dann habe ich das Ganze nochmal in Orange. Aber weil ich jetzt nicht noch mehr Orange reinbringen wollte, habe ich mir dann hier dann ein rosanes Glitzerkreischen ausgestanzt, weil hier sind ja auch viele Rosatöne dabei und ich wollte das Ganze einfach nochmal mit aufgreifen. So. Ich gucke mal kurz durch, was ich hier noch liegen habe. Genau, dann machen wir doch mit der weiter. Die gefällt mir auch sehr, sehr, sehr gut. Und das ist auch im Endeffekt nur ein großes Stück Designpapier. Dann hier so einen Streifen. Den habe ich mir dann mit meinen Stickerlinien hinterlegt und dann noch ein Banner darüber. Also es ist ja eigentlich recht schnell gemacht und weil mir das zu leer war, habe ich dann noch so ein kleines Bannerchen oben reingemacht. Im Meerjungfrauenstil, wie ich das gerne sage. Wenn man die Ecken hier so, wenn man das hier so leicht anschrägt, dann ist das wie so ein Meerjungfrauenschwanz oder ein Fischschwanz halt, ne? Genau. Deswegen habe ich davon auch direkt 4 Stück gemacht. Weil man hier auch gut diese Reste Streifen, die man oft übrig hat, verwenden konnte. Außerdem konnte ich dann die großen Banner mal benutzen. Hier steht, I was made for Easter Egg Hunts. Ich wurde gemacht, um Ostereier zu suchen. Hello Bunny. Ist auch wieder das. Mir gefällt das auch gut hier. Ich weiß nicht, ob die Kamera das gut einfangen kann. Ja. Mit dem Glitzer und den Glossy Accents. Das bringt die Ostereier nochmal so schön raus und das finde ich auch total schön. Auch jetzt hier in der letzten Karte, die ich euch von der Reihe zeigen werde. Das Ganze nochmal im anderen Farbstil. Aber ich habe die Eierfarben hier immer so angepasst. Das hier war so mehr die Rottöne, das hier waren mehr so die Blautöne und das hier war so gemischt von allem. Genau. Und dann, als ich wirklich nur noch Reste Papiere hatte, habe ich mir Blümchen ausgestanzt. Oh, die passt gar nicht auf die Kamera. Habe ich mir Blümchen ausgestanzt. Ich habe mir 2 große ausgestanzt und ganz viele kleine. Und dann habe ich mir das einfach so zurechtgelegt, wie ich es gerne liegen haben wollte. Einmal von unten nach oben oder von oben nach unten. Und dann habe ich mir dieses Happy Easter hier mit der Hand ausgeschnitten und auf so ein Oval aufgeklebt. Und das habe ich halt ein bisschen erhöht. Ne? Dann noch ein paar Glitzer-Enamel Dots und fertig war die Sache. Und das Ganze auch noch ein zweites Mal ist sehr ähnlich, halt nur mit anderen Restpapieren. Also das war schon, wo ich fast gar nichts mehr hatte. Dann
habe ich. Diese Karten, die habt ihr nicht gesehen. Das ist eine große Stanze gewesen. Diese, also das, was schwarz ist. Dann war hier so, ist das so eingedrückt so ein bisschen. Deswegen habe ich da den Liniensticker hingepackt. Und hier hatte ich, Entschuldigung, vom vielen Reden muss ich jetzt husten. Genau, da war auch noch so eine Stanze dabei, die dann, dann diese schmalen Linien gemacht hat. Und deshalb habe ich mir dann die Linien hier also diese schmalen Streifen aufgeklebt, weil das so auf dieser Stanze, die ich benutzt habe, vorgegeben war. Und diese Karte habe ich auch viermal gemacht mit diesen länglichen Papierresten, die ich noch übrig hatte. Achso, so rum. Entschuldigung, ich wusste, irgendwas ist falsch. Genau, einmal im Querformat, die anderen sind aber wieder im Hochformat. Genau, und dann noch meine vierte aus der Reihe. Das ist die, einmal mit rotem Hintergrund. Genau, und als ich dann gar keine Papiere mehr hatte, sondern nur noch Papierstreifen, habe ich mir dann diesen Hintergrund selbst gemacht. Da habe ich wirklich alle Streifen diagonal aufgeklebt, die ich noch so gefunden habe. Und das habe ich mir dann zurechtgeschnitten und habe mir dann hier noch dieses Teil, also das war auch aus den großen Papieren, glaube ich. Das war einfach so ein Quadrat, was man sich ausschneiden konnte. Da habe ich dann die Ecken abgerundet, zwei Stickerlinien dahinter, ein bisschen Glitzer und Glossy Accents. Und die Karte gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich finde die sehr schön, weil die so schön bunt ist. Dann gab es noch, auch zum Ausschneiden, das war so groß wie so eine Postkarte fast, möchte ich sagen. Also fast. Da habe ich dann auch eine Schüttelkarte draus gemacht, wie ihr sehen könnt. Ich habe mir dieses Teil einfach in der Mitte ein Oval ausgestanzt und das dann hinten aufgeklebt, dann ganz viel Glitzer drauf und dann habe ich das, das Randstück sozusagen mir wieder erhöht aufgeklebt, ein paar Pailletten drauf und fertig. Und hier ist Happy Easter. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Und zwar, das war eigentlich auch schon mehr oder weniger so vorgegeben. Das war eben auch so groß wie eine Postkarte. Deswegen habe ich hieraus auch tatsächlich eine Postkarte gemacht. Ich habe hier so Postkarten-Hintergründe. Die habe ich mir irgendwann mal bestellt bei Amazon. Und genau, das fand ich so süß. Das wollte ich einfach so lassen, wie es ist tatsächlich. Deswegen habe ich mir das aufgeklebt, ein paar Glitzersteinchen nur drauf gemacht. Ein bisschen Glitzer und Glossy Accents und fertig war die Sache. Ich finde die auch total süß und da musste man wirklich gar nichts machen. Die ist einfach süß. Genau, das waren jetzt wirklich alle 41 Karten. Ich hoffe, für euch ist auch die ein oder andere dabei gewesen, die euch auch gefallen hat. Wenn ja, dann natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich riesig, auch wenn ihr meinen Kanal abonniert und eventuell auch noch das Glöckchen anmacht, dann verpasst ihr auch nicht mehr ein Video von mir. Und die kommen jetzt regelmäßig mittwochs und sonntags um 9 Uhr. Ja, so viel dazu und dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute Zeit und vielleicht auch viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss!